liebe Ofenfreunde oder liebe Schornsteinfreunde, es geht um Schornsteine, nämlich. Ganz banale Frage, ich bin noch am Rätseln, wie ich die beantworte, wenn ich jetzt gerade so hier stehe. Und zwar, was können oder was sollen denn Schornsteine aushalten? Es ist sehr allgemein, also man könnte jetzt hier 3-Stunden-Vortrag draus machen, aber es wird wahrscheinlich nicht gelingen. Ein Glück vielleicht auch. Also, was Schornsteine aushalten müssen, ist natürlich in allererster Linie erstmal hohe Temperaturen. Also schreibe ich mal hohe Temperaturen. Und zwar gefordert bei festen Brennstoffen sind mindestens 400 Grad im Dauerbetrieb. Das heißt nicht, dass wir nicht mal 600 Grad in der Spitze haben können oder sowas, sondern 400 Grad muss er dauerhaft aushalten. Gute Hersteller, die wir verkaufen, haben 600 Grad Prüftemperatur. Aber egal, das ist jetzt nebensächlich. Dann natürlich Feuchtigkeit. Weil was ist klar, oben es regnet oder es bildet sich Kondenswasser und das bildet sich immer, egal wie viel, aber es bildet sich. Es ist erstmal bei jedem Brennstoff wassergebunden und es ist auch überall so, dass natürlich die Rauchgase mit steigender Höhe an Thermik verlieren, an Energie verlieren und dadurch kälter werden. Die warme Luft, die dann oft aufsteigt, verbindet sich mit der kalten Luft, die außen ist und die erzeugt dann am Ende oder bildet sich Wasser. Kondenswasser. Also er muss Feuchtigkeit aushalten. Er muss rußbrandbeständig sein. Jetzt kommt man mal ins Fachmilieu. Und das sind 1000 Grad für 60 Minuten. Rußbrand. Das heißt, wenn der Ruß brennt, so wie der Name sagt, dann muss er das 60 Minuten lang aushalten. Ist ein Prüfszenario, das muss der schaffen, schafft er auch. Keramische Systeme sind im Vorteil gegenüber Edelstahlsystemen. Bei Edelstahl wird bei über 1000 Grad fängt es schon an, dass der Kohlenstoff sich freisetzt. Das ist natürlich bei keramischen Systemen überhaupt nicht der Fall. Also da wird es bei 2500 Grad, glaube ich, gebrannt. Da kommt ihr nicht hin. Also passiert da eigentlich im Material wenig. Das Einzige, was passieren kann, sind Setz- und Spannungsrisse, dadurch, dass natürlich die gewisse Struktur durch die Temperatur kaputt geht. Ja, und dann kann es dazu führen, dass der Schornsteinfeger doch sagt, schließ das Ding. Was muss er sonst noch aushalten? Nicht so viel. Das ist es eigentlich. Hohe Temperaturen, die Feuchtigkeit, eine Rußbrandbeständigkeit muss er auch haben. Mehr fällt mir eigentlich gar nicht ein. Mehr ist es am Ende ja auch nicht. Und wenn ihr beispielsweise ein Problem habt mit Feuchtigkeit im Schornstein, also wirklich Stockflecken sich bilden, dann muss so ein System, also meistens ist es eine Montage, also ein alter Schornstein, Montageschornstein, muss der saniert werden. Wenn ihr irgendwo Probleme habt mit Glanzrußbildung, muss das Heizverhalten geändert werden, das hat der Schornstein zu verantworten. Was vielleicht noch wichtig ist, der Schornstein, was muss er können? Also er muss den Durchmesser der angeschlossenen Wärmeerzeuger angepasst sein. Also es bringt uns nichts, wenn ihr jetzt einen 150er Ofen habt und schließt das an einem 300er Rohr an. Es bringt aber auch nichts, das an einem 80er Rohr anzuschließen. Was ich sagen will, ist klar, es muss irgendwo miteinander kombinierbar sein. Da gibt es eine große Bandbreite, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, da gibt es feste Werte für, weil es ist ein hochdynamischer Vorgang. Wir haben 53 Faktoren, die das Feuer beeinflussen. Davon könnt ihr ganz wenige selber wirklich beeinflussen. Und diese 53 Faktoren ändern sich auch noch permanent. Das heißt, ich kann jetzt nicht hingehen und kann sagen, Optimum ist immer das. Das wäre so, als wenn ich sage, es ist optimal, immer 150 zu fahren. Das ist Unsinn. Ja? Und genauso ist es hier. Deswegen die Frage nach, was ist der optimale Durchmesser, ist Unsinn. Liebe Schornsteinfeger, liebe Kunden, Unsinn. Es ist nicht drüber nachgedacht. Und man kann es nicht so beantworten. Man muss es ein bisschen detaillierter ausführen, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Das sind die Dinge, die man von dem Schornstein zu erwarten hat. Und das war es eigentlich. Wenn ihr Fragen habt, Ergänzungen habt, wenn euch noch was einfällt, was mir jetzt nicht eingefallen ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, Glockensymbol nicht vergessen. Sonst gibt es Hauer. Bis dann.